also um unsere Quest hier anzugehen? Ich glaube schon. Sagt mir Stadt dann doch aus. Jetzt haben wir hier die Dominion kennengelernt, die Arschlöcher. Ja. Ich habe ein Signal, das wir verfolgen können. Typen. Vor diesem Krypta versteckt sich niemand. Hallo Nico, was? Nein, rein, nicht da rein. Oh, wo du bist, komm her. Hä? Hier. Wir sind darauf rausgekommen, wo wir reingelaufen sind. Hier wird was bei dir liegen, noch. Ein Zettel. Da. Ich dachte da vorne. Deswegen. Nee. Und da rechts wird halt gleich ein nächstes Rennen, da wirst du nur nicht reingehen, weil erstmal gucken, was hier auch laufen jetzt noch ist. Mhm. Man müsste mal normal laufen, Alter. Immer so angenehm. Ich geh mal ins Lager rein, ne? Nein! Och, Ladebildschirm. Nee. Och, Nico, nicht da rein. Ja, ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Und machst du wieder Sportübung? Also. Mal schon gucken, ob die Gegner sind. Oben drauf laufen. So, sieht nach einer Arena aus. Oder nach einer richtig krassen Arena, Alter, hier wo ich bin. Aber, nicht mehr. Aber die Zeitplanung ist auch wahrscheinlich. Geil. Das ist eine richtig harte Arena, richtige Bosskampf-Arena. Ich glaube, das war später sogar rein, aber das guck mal, was davon ist. Ja. Aber einfach der ist es ja wahrscheinlich hier nicht. Oder auch doch. Ich glaube, wir sind so früh hier. Aber man kann halt einfach hier hinlatschen, deswegen. Boah, das ist schon nice. Ja, hier ist irgendwas mit Antrieb bei mir. Düse. Haltungsbelohnung, keine Ahnung. Wo genau? Ja, über mir, guck dir mal das Ding da an. Ach so, ja, ich dachte zum Einsatz. Ja. Nee, nee. Okay, Mission. Komm, wir kommen schon nochmal hier hin. Komm, komm. Ja, denke ich mal. Also, das braucht man einfach so, einfach um, naja, für Deko. Never. Naja, theoretisch weiß ich doch. Schon, aber. Ja, aber eigentlich nicht perfekt für den Bosskampf, von daher. Bist du hinter mir? Was schützt jetzt ja, ab, deswegen unter dir. Kann ich weiter. Bist du ja, auch. Dir? Ja. Absturz! Und unter Abschluss, was denn jetzt? Na also, da kann nicht weit sein. Das Dominion muss was Großes planen, wenn jemand wie der Monitor in unserer Gegend ist. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er nicht zurückkommt. Siehst du, deswegen will ich mit dir im Einsatz sein. Bösewicht an die Tür zeigen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Genau. Okay, Bösewicht hat mich das hier. Die Tür nein, verdammt. Da war schon drin, da war schon drin. Ja, aber ich dachte, das wäre Loot, aber nee, das ist ein Ding. Hier war schon, die ist hier halt weiter. Ja. Ich hoffe, du bist bei hinten. Ja. Verlorene Straße. Achso, das war. Die können einfach eine Quest an mit den verschiedenen Abteilen, hab ich mal gesehen. Die verschiedenen, ne? Also, sind letztlich von der Quest quasi. Alter, verlorene Straße. Mehr brauchen wir nicht. Und war wahrscheinlich bei den Nebenquests, die wir hatten, bei dem anderen Brett auch so, die Kurve, was alle angenommen haben, einfach nach abgearbeitet haben. Wahrscheinlich, ja. War doch verschafft. Oh shit, stimmt. Oh shit, oh shit. Und schaffst noch? Nö. Nein! Schade! Im Hetzt. Ah. Na du, musst kurz warten. Nur noch rot unten. Aber ich. Ja, egal. Okay, wer bereit? Gut. Dann, achso. Vielleicht sollte ich auch noch fliegen. Ich nur Doppelsprung machen. Angriff! Eigentlich hängt der Spawn-Bereich irgendwas. Oh, die fliegen halt schon ein bisschen aus. Wo ist der Monitor? Ich suche. Geht das nur wieder so oder sieht es so aus, als würde das Dominion eine Weile bleiben? Aua! Aua! Turm, lol! Was ist das denn, Alter? Ich muss kurz einen Ulti aktivieren. Sieht so. Ich sehe nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube. Alle tot? Und was? Das ist keine Ahnung, was. Der Wizard ist für Typen. Ja, genau. Das ist ein Typ, der suchen soll, der eigentlich Wizard. Keine Ahnung. Ich bin gerade verwirrt. Waffe wechseln. Okay, es ist okay. Wegge, Metzel mit der Ult. Hey, der Bildfehler hier. Komm zu mir, Nico. Oh, grün, ne? Bildfehler. Ja. Ja, das ist extra. Ja. Was? Owen, was ist da los? Ich weiß es nicht. Er ist offenkundig stärker als du. Es ist was bei Lootwanze. Ja. Und dich halte ich für. Unterlegen. Ach ja? Frag doch mal deine Lieutenants, was die dazu sagen. Nee, nicht. Ach, geht ja nicht, weil ich sie erledigt habe. Freelancer prahlen mit Mut, den sie nie haben.
Scheiß Hacker! Ich bin drauf. Ich bin quick lebendig, du verdammter. Geh wieder zu Rorschach 2 zurück, Hacker. Er ist weg. Spar dir den Atem. Kehr besser zum Fort zurück. Ich sag Tessin, dass wir Redebedarf haben. War das hier? Ja. Invasion. Das ist das Ende, was? Nein! Doch. Oh, fliegen. Boah, wie geil. Oh, schade. Ja. Das sieht voll geil aus. Ja. Alter, ja, geil. Wenn du so von der Insel runterfliegst, meinst du? Ja, also da unten dieses Riesental. Alter, ja, ja. Das sah so gut aus gerade. Ja. Alter, okay, war eine geile Hauptquest. War cool. Generell, mir hat noch keine Mission nicht gefallen. Ja, also oder schöne Kombination vor allem. Einfach gesagt, mir haben bisher alle Missionen gefallen. Ja, mir, ja. Man kann es auch leicht ausdrücken. Das hat voll geil bisher. Absolut. Also er hat Dominion gesehen, ja. Geil, Typen, Alter. So, Escape. Ja, komm, Fresse. Ich will jetzt noch weiter überspringen. Ich kann das überspringen. Also, ich tue es schon nicht komplett überspringen, nur bis als Captain halt. Oh, lol. Aber du hast du Escape, du hast jetzt auch drauf, oder was? Ja, nice. Oh. Jetzt hab ich gerade von da das Screen bekommen. Aber jetzt kommt mir mehr der Stellar Screen. Was? Okay, dann war er schon doch schon durch. Keine Ahnung. Egal. Was? Gib 9%? Was ist los? Kann ich mir nicht jetzt glauben. Sorry, aber, nee. Da dauert Sound wieder oder ändern? Wenn man mir irgendwie so viel lädt. Ja, manchmal auch bei mir, aber. Manchmal ist gut, oder? Willkommen an den Startrampe. Lol. What? Warte, ich bin noch ab erst Hälfte. Alles gut. Ja. Schön. Was, Startrampe? Gibt es so eine Art Rennen mit den Fliegeideern? Okay. Mit X anderen Spielern links schicken. Okay, meine Maus ist nicht da. Ich hoffe, das ist okay so. Bist du ja, Moment! Ready? Nein, drei Viertel. Keine Ahnung, was ich gerade so lange gemacht. Meine Grafikkarte arbeitet auch kaum, also wahrscheinlich hat gerade irgendwas buggy. Jetzt! Was, willkommen auf der Stadtrampe. Da ist einer. Was, Maximilium. Okay, das ist so. Okay, ich mach's, ich geh jetzt die Sachen durch, ne? Also die Stadtrampe gewährt Freelancer, nein, das Team zu Schmiede, okay. Warte, also du hast schon erst das gedrückt. Ah, okay, warte. Erst hab ich schon weggedrückt, ja. Das ist so eine Art Spieler jetzt oder was? Okay, also da kann man die Javelins auf die ganzen. Was? Allianz ist? Ach, Allianz gibt's auch nicht. Wir können hier schon was Besser aufmachen. Geil! Ja, ich weiß. Auftragstafel jetzt. Persönliches Karma und Fahrt zum Ruhm. Also gibt Karma und Ruhm auch noch auf der Augen, oder wie? Ich nehme an, dass das alles für so ein Fortasis für alle ist, sozusagen. Oder? Oh. Ich denke mal, dass das hier wie bei Warframe ist, auf der Open World rausgeht, weißt du? So eine Art Hub davor. Ja, stimmt. So was, also Stadtrampe, Javelin, Werkstatt und Expeditionsrampe, was? Und kannst du auf die Option für Außen deine Javelins und Javelin. War das denn mit der Allianz? Ja, rechts. Du kannst ja, aber eine Mission dann auf eine Expedition beginnen. Hier ist Kammer. Warte, mir ist das also, da. Kannst du die Typen anschauen, die was hier rumlaschen? Alter, was? Was ist wieder? Mach ich gleich mal. Ach doch, Allianz Status. Also die beiden hier, die bei mir stehen, komm, warte schnell her. Warte, wo bist du? Du bist in der Mitte. Du sollst mal Flashlobby? Oh, sind wir nicht, ne? Wir überlassen dich. Nee. Warum? Lol, Rosana oder so. Hier ist einer, ein grüner. Voll geil. Ein Neon-Grün, noch andere, der als Schild da rumfliegt. Warum kannst du mal auf die Flashlobby reinkommen? Das wäre irgendwie ganz geil. Ich finde es nicht. Ah, oben, Escape-Pass drücken, das ist. So, dieses Schmiede? Allianz-System. Vielleicht gehst du nicht, die kommen nicht so weit sonst. Nein, ich bin jetzt nicht bereit. Nee, ich glaube, man kann keine direkte Allianz in dem Sinn erstellen. Doch, Allianz-Mitglieder stand da gerade. Doch, also man kann eine Allianz erstellen. Wahrscheinlich sind wir echt noch nicht so weit. Ja, ich glaube auch. Besten Leistung. Okay. Freundschaftsbonus. Sind wir echt noch nicht so weit. Kann sein. Okay, was müssen wir machen? R drücken, oder was? Wo bist du? Also erst kurz umschauen. Warte mal kurz, bitte. Wieso? Ja. One minute, please. Max. Aufträge. Lass mal deine Aufträge schauen, bitte, was es da gibt. Aufträge. Auftragstafel. Ja. Renn hin. Keine Aufträge verfügbar. Okay, wir sind echt noch nicht so weit. Ich glaube, wir dürfen hier nicht hin. Also nichts machen. Kammer öffnen. Was hat die Kammer gewesen?
Waffen oder was? Ja, das hatten wir auch Dingsen gehabt. Ist das nicht spannend, so spannendes? Hey, nee, man kann sich ein paar Waffen ansehen. Aber es ist echt nichts Spannendes eigentlich. Okay, also Gott, wann wird er? Warte aber jetzt, wann? Viele haben übrigens deinen Charakter. Okay, sehr viele. Bei mir nicht. Ich habe eine Javelin Werkstatt und noch die Schmiede. Ich will noch in die Javelin Werkstatt reingehen. Ja, aber es ist alles das Gleiche. Einfach nur so ein bisschen anders gemacht, aber an sich. Das ist ja nicht das Unterschied. Warte mal, ja, ich guck doch nur kurz. Nee. Alter, nicht so lang. Quest ist einfach das Kaufding. Okay. Und das war's, glaube ich. Übrigens mit Komma, Nico. Wenn du Komma drückst, kannst du und Punkt und Minus kannst du die Animationen machen, also die Emojis. Ah, lol. Ja, drin auch getestet. Cool. Nice. Kurz wissen. Hallo. Warum kann ich nicht fliegen? Die anderen schon. So ein Scheiß. Nee. Aber das ist jetzt für fetter. Ob. Leute, Ob-Videos. Vibe. Jetzt Optimus. Ob-Videos. Aber später kann man fliegen. Wenn wir weiter mit der Story sind, dürfen wir hier rumfliegen. Ich werde Expedition beginnen. Ich glaube, okay, ich bin jetzt bereit. Oh, hier, Moment. So. Ja, passend. Hier heißt jemand Rhinon und hat den Kolossus. Also den Tank. So muss man das machen. Nice. So, ich bin bereit. Kann starten. Akademierung. Ja. Warte mal, das für eine Mission ist das. Ich bin verwirrt, warum wir jetzt hier sind, aber okay. Beginnen. Beziehungsweise. Achso, hier haben wir gar nichts. Ich glaube, wir müssen zu Phartasis zurück. Mhm. Denkst du? Festungen? So? Schnell ein Spiel zu filmen. Achso, ja, schon hast recht. Ja, das war auch hier wieder, oder? Zurück. Escape halten, ne? Ja. Ey, wir wollen mit Tessin reden, warte, wo ist denn Mission? Wurde mit dem schon auch mal angezeigt. Vorne ist das Haupteingangstor, Nico. Ja, mach ich gerade. Achso, okay. Einfach, es gehört eh vor Tastas, nur halt so ein extra Raum. Also, ne? Nicht ganz so falsch. Okay, cool. Jetzt gucken, wo wir rauskommen, bin mal gespannt. Ja, Saugbug übertreib, Alter. Redet der mit mir, glaube ich. So kommt die Störgeräusche gerade da. Holy shit. Warnung, wichtiger Ratschlag freigeschaltet. Naja. Ja, ist mit diesem Cortex und das finde ich halt persönlich ein bisschen unnötig, aber mein Gott. Was, Cortex? Ja. Was? Ich habe gerade hier auf Handy eine Nachricht bekommen. BioWare will bei Anthem mehr auf die Community hören. Ja, nice, passt ja gerade. Hey, danke. Stadtrampe. Okay, Stadtrampe vielleicht die Expedition wahrscheinlich einfach und dann damit Freuden. Ah, das ist rechts hier. Ah, lol. Ja, da wo die Haupt-Tussi da stand. Ja, wir können okay, mit Zoe reden. Zoe reden, ja. Dann go, oder? Und unten noch irgendwas. So. Ah, unten ist Tessin wahrscheinlich. Ja, genau. Erstmal Zoe dann, ja. Go. Bist du bereit? Ja. Na, wenn das nicht mein Lieblingsfreelancer ist. Ich hörte, du warst fleißig. Ich bemühe mich. Du hast Wryths Arsch aus dem Feuer gezogen. Yarrow war hier und hat es uns vorgespielt. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl, als du hier aufgetaucht bist. Beweise mir weiterhin, dass ich recht habe, ja? Sag mal, was du rauschst. Was? Das Fort ist mein Zuhause. Okay. Da muss ich drauf aufpassen. Achso. Von mir wirst du keinen Widerspruch hören. Gut, dass du dich eingelebt hast. Das schafft nicht jeder. Und ich schätze, Fort Tarsis war bei dir nicht eingeplant, bevor... Naja. Dem Herz des Zorns? Ich wusste damals nicht, was passieren. Oder wo ich danach landen würde. Wie sich herausgestellt hat, war es hier. Bist du froh, dass du hier hängen geblieben bist? Ja, ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber dieser Ort wächst einem irgendwie ans Herz. Ich sollte eigentlich auch gar nicht hier sein. Ich war auf einem Läufer, der auf dem Weg von Helios nach Antium war. Was ist passiert? Cataclysm. Der Himmel wurde gelb und der Boden unter unseren Füßen veränderte sich. Die Überlebenden wurden hierher gebracht. Du hast Antium nie erreicht? Ich hatte damals nicht die Mühe, um es noch einmal zu versuchen. Und jetzt? Ich habe gute Arbeit, habe ein Kind bekommen. Das Vor ist mein Zuhause. Ich bin froh, dass es dir genauso geht. Jedenfalls, wenn du hier bist. Da fällt mir ein, ich sollte mir deinen Javelin mal ansehen, bevor du wieder los musst. Danke, Zoe.
Okay. Übrigens, Nico, ich habe keine Ahnung warum, aber du hast nicht redet, ist raus zu extrem. Hm. Ja, keine Ahnung. Komisch. Egal, zu reden und dann passt das, sonst ist es weg. Ich habe 1-1 gedrückt und du? Was? Ich spreche 1-1. Dito, ja. Cool. Wir testen reden. Genau, runter wahrscheinlich. Yes. Ein Schiff kann man wieder aus dem Rennen, ne? Ja, geil. Ah lol, einmal Shift drücken ist... Ja, einmal Shift drücken, richtig. Und nichts anderes halt. Nur einmal, dann rennst du den Schickchen halt. Beziehungsweise wir haben zwei, mit denen wir reden können. Rechts Tessin und... Links. Da wieder der Ja, Hauptstory oder Nebenquest. Wollen wir machen. Scheiß, mega. Wir hatten eben Tessin, deswegen würde ich sagen Neben. Okay. Das ist der Typ da. Jero. Ready. Wieder. Stimmt, Jero hieß er. Du machst so viel. Wunderbar. Ich bin neugierig. Woran erinnerst du dich am meisten? Die guten Zeiten? Die schlechten? Was? Ganz ehrlich. Die besten Tage bleiben hängen. Die Siege. Darum geht es im Leben, oder? Ich war vor einer Ewigkeit mal bei den Dämmerungstoren. Die Sterne haben hell gestrahlt. Der Regen hat alles leuchten lassen. Ich habe ein seltsames Geräusch gehört. Wusste nicht, was es war. Was war es? Kinder. Alleine. Draußen im Dschungel, mitten im Nirgendwo. Sie haben gesungen. Kinder? Wie sind sie? Ich meine, wie sollte ich das verstehen? Ein Läufer war angegriffen worden. Ich habe sie nach Hause gebracht. Es war ein Wunder. Es gab Musik. Es wurde getanzt. Einen Haufen Kinder retten? Das ist doch ein guter Tag. Ja. Sag mal was. Ja, Jupp. Ein guter Tag. Aber eines der Kinder, ein Fremder, hielt seine Hand. Seine Eltern. Sind an Bord des Läufers gestorben. Wir sollten für die Hoffnung stehen, aber dieser Job hat zwei Seiten. Wenn mir meine Siege große Freude bereiten, weiß ich trotzdem, dass irgendwo auch Trauer ist. Es gibt immer einen Preis. Das gehört zum Job. Ja, aber wir dürfen uns davon nicht aufhalten lassen. Verloren und allein. Aber die Kinder haben gesungen, hörst du? Das tue ich. Okay. Nico, bitte mal dein Mikrofon aktivieren bei TS runterschrauben. Das ist zu krass. Hochschrauben. Ich höre jetzt bitte alle durchgehend. Hochschrauben. Ich höre bitte alle durchgehend rauschen. Und die Jungs spielen wahrscheinlich auch. Sind wir 10 Leute gewonnen oder was? Nee, beim TS ist es nicht. Im Stream ist es nicht. Aber stell mal hoch, ja. Ja, wenn du heute nicht redest, längere Zeit. Übrigens wieder 1-1 bei mir gewesen, an Antworten. Bei mir, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ich glaube 1-2 war es. Könnte. Ja, einfach auf jeden Fall die gute Zeit genommen, da erinnert man sich ja, an den ersten, definitiv. Und ersten hängen. Weil die hat natürlich auch Zeichen hinterlässt und so, aber... Ach Quatsch, wir bleiben positiv. Das hat man auch keine Hoffnung, genau. Wird man nur Depri. Gut, so. Dann Tessin oder erstmal die Quest machen? Aber eigentlich können wir gerade mit Tessin reden. Wir haben gar keine Quest bekommen, oder? Von ihm. Nur Gerede. Das stimmt. Es gibt aber neben ihm noch einen Zettel mit Freelancer ansehen. Mach ich gerade kurz mal. Ah ja. Freelancer-Loyalität. Ach, Loyalität ist Ding jetzt, wenn wir das voll hat, dann bekommt man wahrscheinlich mehr Aufträge, denke ich mal. Weil die Loyalität hochgeht und dann bekommt man, ne, von anderen Leuten mehr Aufträge. Sachen, dann bekommt da Baupläne. Ach schon, genau. Okay. Baupläne halt. Also, ist gut. Akzeptieren. So. Hey, okay. Dann mit Tessin reden. Ja. Ich hatte eben Bluescreen einfach gehabt, deswegen habe ich, ne, hier noch offen mit ihr zu reden und das mache ich jetzt noch einmal. Genau, beziehungsweise ich werde den Teil rausgeschnitten haben, wo ich mit ihr zur Hälfte geredet habe, weil, naja, brauchen wir nicht mehr. Okay, mal gucken. Gut, dann go. So. Owen hat mir berichtet, was passiert ist. Sie haben ein Problem da draußen. Ein Dominion-lastiges Problem. Seine Leute haben ihn den Monitor genannt.
Wir konnten ihn nicht aufhalten. Und er war dort, um ein Gestalterrelikt zu suchen? Hat alles auseinandergenommen. Ihre Agentin wollte nicht nachgeben. Bis zum bitteren Ende hat sie... Also... Ich weiß. Es tut mir leid. Sie hat dieses Archiv hinterlassen. Ich lasse jeden Stein von meinen Leuten umdrehen. Das Dominion ist tatsächlich zurückgekehrt. In voller Stärke. Verdammt. Ich dachte, Spione werden mit allem Spielen fertig. Wir haben auch Achtung vor unseren Feinden. Leben unter der Herrschaft des Dominion ist eigentlich kein Leben. Und wenn sie Fort Tassis ins Visier genommen haben... Na schön. Das Fort ist zwar nicht mein Lebenstraum, aber es ist mein Zuhause. Und ich komme prima ohne Diktatoren aus. Was können wir tun? Für den Moment bewahren Sie Geduld. Ich will nichts überstürzen, bevor ich nicht mehr Informationen habe. In der Zwischenzeit möchte ich Ihnen gerne jemanden vorstellen. Sentinel Brim. Sie ist scharfsinnig, vertrauenswürdig und könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wieso gehen Sie ihr nicht zur Hand, während ich Infos zum Dominion einhole? Ich melde mich. Sentinel Rissa Brim, Vorkommandantur. Sentinel? Was können wir für Sie tun? Nun, wir sollten uns vielleicht woanders unterhalten. Kommen Sie und suchen Sie mich an meinem Schreibtisch auf. Und neben meinen Pflanzen. Pflanzen? Genau. Also, gut. Wir sehen uns. Okay, alles klar. Okay. Was? Devil in Startrampe. Hä? Freelancer, wie geht's? Hier ist Matthias Sumner. Übrigens, ich habe endlich das Chaos in meinem Labor aufgeräumt und kann jetzt weiterarbeiten. Ich bin da, wenn du reden willst. Gut. Ja, das stimmt. Ah, da ist das. Hä? Okay, dann... Wo ist denn Matthias? Wahrscheinlich oben. Ja, okay. Jein, also du meinst die blaue. Ist irgendwas noch zum Aufsammeln, aber anscheinend nicht. Nee. Ah, Leute, neuer Bereich, es wird immer größer, also okay, ja, cool. Ich dachte schon zuerst so, ey, das ist echt ganz schön klein vor Tarsis, aber, na gut. Ah ja. Einkaufsliste. Ja, gut. Lol. Ich würde sagen, geradeaus ist sie nicht. Also wird er erstmal geradeaus gehen. Ich bin erstmal für geradeaus und dann mal gucken. Außer du bist rechts. Mir egal. Also halb. Okay. Da unten, aber dann, ja genau, links lang geht's wieder hoch. Was? Ach da, ja. Und lol, Alter. WTF? Zwei Whisky bitte. Okay, der hat schon so viel Whisky getrunken, dass er seine Hand im Knie hat. Alles klar. Okay. Was ist das? Naja. Warte, ich bin noch einmal Kunden hier. Aber danach an sich ja gerne, ja.
Ja, ich hab da... Freelancer in der Bar? Ja, ich hab nur genauer geschaut, ob man da noch irgendwas machen kann. Ja, ready. Dann go. Dich kenne ich doch. Du bist doch das Teufelsweib, die das Gestalterdings eingedämmt hat, oder? Spricht sich ja schnell rum. Ich bleib auf dem Laufenden. Nur so kann man hier draußen überleben. Maxine, nenn mich Max. Willkommen in meiner Bar. Du bist die Besitzerin? Jetzt schon. Hab sie von Dusty beim Kartenspiel gewonnen. Dass er mit seinem Blatt verloren hat, wundert mich immer noch. Glaubst du wirklich, er würde seine Bar verwetten und dann das Blatt hinschmeißen? Ohne mit der Wimper zu zucken. Der Kerl war nicht unbedingt der Hellste. Dusty hat es geschafft, die Besitzurkunde dieser Bar und sein letztes Hemd zu verlieren. Am nächsten Morgen hat er die Stadt verlassen. Ist aber nicht weit gekommen. Moment mal. Was ist dem letzten Besitzer zugestoßen? Er war mit dem Gouverneur auf einem Läufer nach Antium, der zusammenbrach. Die einen behaupten, es war ein Unfall. Die anderen, es war ein Überfall. Niemand ist zurückgekehrt und die Blackbox ist verschwunden. Du meinst, Dusty war das Ziel? Oder der Gouverneur? Dusty hatte bei den falschen Leuten einen Haufen Schulden. Aber tote Männer zahlen ihre Schulden nicht zurück. Der Gouverneur ist der Mühe nicht wert, wenn du weißt, was ich meine. Dusty ist nicht der einzige Besitzer, der unter durchgeknallten Umständen ums Leben gekommen ist. Nur der Letzte. Man glaubt, der Laden ist verflucht. Ja. Tito. Ich nehme die 2. Die Bar ist also verflucht. Na toll. Weißt du, ich habe schon genug Ärger am Hals. Toll. Hier passiert nichts. Der Fluch erwischt nur Besitzer und Zechpreller. Und vielleicht lüge ich bei Letzterem. Du machst hier in der Gegend gute Arbeit, Freelancer. Du bekommst von mir einen Deckel. Der erste Drink geht aufs Haus. Und wenn du mal was brauchst, vielleicht kenne ich ein paar Leute. Das sehen wir dann, okay? Jetzt ja, ja. Das kann sein, ja, ich... Ja gut, dann wieder zurück. Ja. Ja. Okay, ich bin wieder oben an der Treppe, wo wir runtergegangen sind. Ja. Sieht er uns überhaupt? links können wir 2 Sachen aufnehmen. Der 7. Punkt. Hör auf, meine Stifte zu klauen. Nice. Okay. Ja, ja, go. Hallo. Du bist ein Freelancer, nicht wahr? Ich habe gewisse Dinge über dich gehört. Was für Dinge? Einige der Arkanisten sagten, du hättest einen Cataclysm aufgehalten. Oder einen riesigen Ursix. Oder beides? Das war ich, ja. Irgendwie war es beides. Interessant. Dich sollte man im Auge behalten. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber sei dir bewusst, dass bald viele Blicke auf dir ruhen werden. Was soll das heißen? Es bedeutet, dass jetzt die Zeit ist, um zu zeigen, zu was du imstande bist. Wenn du einen Auftrag für mich hast, immer her damit. Es geht nicht um einen Auftrag im eigentlichen Sinne. Hast du je von dem Pfad zum Ruhm gehört? Das ist so eine Art Rangordnung von Lancern, richtig? Er ist mehr als das. Es gibt gewisse Belohnungen für diejenigen, die diesen Pfad beschreiten. Belohnungen, die... Wer genau gewährt? Der Imperator. Beschreite diesen Pfad, Freelancer. Was du tust, wird von Bedeutung sein. Das verspreche ich. Okay.